Moin Moin Leute und seid da ganz herzlich willkommen zu einem neuen GTA 5 Mod-Menü. Ja, zu meinem Aufnahmezeitpunkt ist das jetzt das neueste Mod-Menü in der Version 1.3.2. Falls es ein neueres geben sollte, werde ich das vermutlich im Laufe des Videos verlinkt haben. Und ich erzähle euch jetzt etwas über das Mod-Menü, wie ihr das einfach bekommt. Ihr müsst ganz einfach unten in die Videobeschreibung schauen. Da müsste irgendwo GTA 5 Mod-Menü stehen. Was ganz wichtig ist, falls es nicht funktionieren sollte, schreibt ihr mich einfach bitte an. Dann versuche ich das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Falls ihr das Mod-Menü euch downloadet habt von dem Download-Link, dann müsste das so aussehen, wie meins hier. Ich habe jetzt hier die drei Bücher. Das Symbol sind jetzt drei Bücher. Es liegt daran, weil ich WinRAR besitze. Wer kein WinRAR hat oder 7-Zip hat, das sieht fast gleich aus, aber ich benutze halt lieber mit WinRAR. Da machen wir mal einen Doppelklick drauf. Dann haben wir hier einen weiteren Ordner, in dem wir auch mal mit einem Doppelklick reinklicken. So, wir müssen den Dateipfad von GTA 5 öffnen, klicken einfach unten auf Dateipfad, den ich aber bereits geöffnet habe. Und wie wir sehen, ziehen wir diese Dateien hier rein, aber wie wir sehen, habe ich hier schon diese Dateien drin. Ihr müsst jetzt einfach nur noch, also ihr habt es ja noch nicht gemacht, ihr müsst einfach die drei Dateien in euer Hauptverzeichnis reinziehen. Was natürlich jetzt ganz wichtig ist. Es kann durchaus sein, dass ihr dadurch gebannt werdet in GTA. Das will ich jetzt nicht bestreiten. Es kann sein, dass ihr in GTA Online gebannt werdet. Ich will nur sagen, es liegt nicht an mir, wenn ihr gebannt werdet. Es ist euer eigenes Risiko, was ihr damit anstellt. Im Offline-Modus könnt ihr ja nicht gebannt werden. Also ich persönlich mache nur was, wenn es auch im Offline-Modus ist mit solchen Menüs. Online würde es rein theoretisch auch funktionieren. Ich habe jetzt schon GTA für euch gestartet. Der Story-Modus lädt noch kurz zu Ende. Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert hat. Aber ich hoffe, das soll der Fall sein. So. Da sind wir. Man, is she bon. Für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, wir drücken jetzt F4, um das Mod-Menü zu öffnen. Franklin. Und so, wir drücken jetzt F4, um das Mod-Menü zu öffnen. Und wie wir sehen, es funktioniert. So, wir können uns hier jetzt, sagen wir mal, Autos spawnen oder auch Motorräder spawnen. Wir können die Fahrzeuge pimpen. Wir können auch einfach so einen Trailer spawnen. Ja, da kennt ihr euch bestimmt besser aus als ich. Als ich mich damit auskenne. Und wie wir sehen können, hier unten steht online. Aber da klicke ich jetzt nicht drauf, denn ich habe keine Lust, hier irgendwie gebannt zu werden von GTA. Ich habe euch das einfach nur mal gezeigt. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ihr könnt natürlich auch kostenlos abonnieren, damit ihr auch keinen weiteren GTA 5 Mod-Menü-Videos verpasst. Also, falls es Probleme geben sollte mit dem Download-Link oder einfach ihr nicht wisst, ob ihr irgendwas falsch gemacht habt, einfach nicht sicher seid, schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn etwas bei euch nicht stimmt oder wenn bei euch etwas nicht funktioniert. Ich werde mich dann versuchen, darum zu kümmern. Versprechen kann ich natürlich nichts, ob das dann auch nachher bei euch noch funktionieren wird, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Und mit diesen Worten würde ich mich dann auch für heute für euch verabschieden. Und dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.